Hi, ganz wie geht's? Ich bin's Andreas, schön, dass ihr da seid. Heute mal das Thema sprechen, wenn ich lieber in den Arsch gepasst. Das habe ich letzte Woche erlebt. Mein Sommerkurs ja jetzt seit März 2017 halt existiert. Der hat sich mehr oder weniger leider aufgelöst, weil halt mein Kurs super klein gewesen. Wir hatten ja in der Höchstzahl so circa 5 Teilnehmer. Da sind jetzt dann letzter Zeit nur noch 3 gewesen im Durchschnitt. Und diese 3 halt meistens Teilnehmer nehmen halt entschieden so, ja, wir kommen nicht mehr und nächster Zeit nicht mehr und aus unterschiedlichen Gründen, das hat mich jetzt so plötzlich getroffen. Fand ich auch sehr traurig. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen enttäuscht und auch wütend und sauer, so halt dieses Gefühlsmischung da. Und ich hab auch das Feedback habe ich auch sehr ernst genommen. Und zwar, dass ich halt im Takt noch nicht so gut bin, das hat mir auch gesagt. Und dass ich auch halt mit den Handzeichen geben, Cueing, das ist das ja links, rechts, 2, 3, vorne, hinten. Was übrigens noch, da wurde mir gesagt, ja, Andreas, hättest du besser auch verbal machen sollen, noch mehr und auch mehr nonverbal. Das heißt, ich hätte besser halt die Handzeichen besser geben sollen. Ja. Und ich habe jetzt den Schluss gefasst, der Kurs wird im Februar fortgesetzt, 2018, wenn sich mindestens so halt 4, 5 Leute finden, die halt regelmäßig auch kommen oder auch den Weg mitgehen. Das heißt, dass der Kurs auch vielleicht größer wird. Und ja, vielleicht könnte es auch sein, dass ich dann entscheide, halt, wenn sich jetzt halt im nächsten Jahr hier für den Zumba-Kurs anmeldet, dass ich halt den Zumba-Kurs halt streiche und dann durch einen Tabata-Kurs ersetze. Tabata, das habe ich ja auch schon erklärt, das habe ich auch schon Videos gemacht. Und wie ich auch sehen kann, sind die gut angekommen, sind viele Daumen hochgegangen. Das ist auch ein Zeichen für mich, ja, das mache ich wohl schon recht gut. Ist noch ein bisschen Übung, muss man noch rein, ich muss auch die Übung austarieren, halt was alles rein soll. Halt nicht nur Kniebeugen und sowas, sondern auch halt wie zum Beispiel der Grizzly-Gang und so. Und ja, ich denke mir da was aus. Und ich schaue mir auch Inspiration halt andere wie Tabata-Videos an. Ja, und darauf freue ich mich auch, auf Tabata, was auch Spaß macht und ist auch sehr energieintensiv, dieser Tabata, das Intervalltraining. Und ja, und falls euch das Leben auch mal in den Arsch passt, so wie mir letzte Woche, dann auf jeden Fall, ja gut, geht ein bisschen in euch, so maximal 2, 3 Tage, maximal 3 Tage, also 72 Stunden, da müsst ihr euch entschieden haben, ob es noch weitergeht. Also ich habe mich entschieden, ich werde das immer fortsetzen, falls halt sich genug Leute anmelden und falls nicht, gehe ich auf Tabata. Das heißt, ich mache weiter in der Fitnessbranche, egal was jetzt noch kommen wird. Ja, und Kapau Fitness habe ich auch erzählt, dass ich da auch eine Ausbildung gemacht habe Ende September in Gelsenkirchen. Das war auch recht teuer. Und das hier ist leider ein Problem ergeben. Das wird sich jetzt noch leider ein bisschen verzögern. Deswegen weiß ich halt noch nicht, ob ich dann wirklich auch unterrichten darf, weil da muss ich eine gute Sicht bekommen von der Ausbilderin, von der Kapau Fitness Ausbilderin und Erfinderin. Und ja, deswegen gehe ich wohl auf Tabata erstmal und dann später vielleicht noch des nächsten Jahres, wenn ich gut, für Kapau bekommen habe, werde ich auch dann vielleicht Kapau anbieten. Ja, aber erstmal werde ich auf Tabata und Zumba halt erstmal halt fokussieren und auch natürlich auch Kapau üben. Und aber erstmal, wie gesagt, ich stelle Fokus auf Tabata, weil ich das auch perfekt so sagen, mehr oder weniger perfekt haben möchte. Muss auch alles stimmen. Ja, und ja. Wie gesagt, falls ihr das Leben verarscht verpasst habt, gebt nicht auf, macht weiter, dass euch Spaß macht und würde ich maximal 3 Tage, also 20 Stunden. Ja, und dann setzt eure Träume, Wünsche, Lebensziele fort, dass ihr zufrieden werdet. Das mache ich auch. Ich gebe nicht auf. Ich bin halt ein Widder, der gibt nie auf. Auf in der Mauer, wenn halt da Wände da sind, die haue ich da mit meinen Hörnern weg und versuche das Beste draus zu machen. Ja, und dann sage ich mal
schön zugeschaut hat, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und Daumen runter, was nicht gefallen hat. Ja, und dann sage ich mir das nächste Mal und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Wenn ihr über neue Videos informiert werden möchtet, dann auf jeden Fall auf die Glocke drücken, weil dann nur so wird ihr informiert. Und dann sage ich jetzt mal bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski, ihr tanzt, bleibt fit und tanzt im Leben durch.